Liebe Zuschauer, willkommen zurück. Ich bin Sabina Kirchner mit Hampshire Realty. Wenn Sie rund um Immobilien im Südwesten Florida informiert werden möchten und auf dem Laufenden bleiben möchten, sollten Sie auf jeden Fall meinen Kanal abonnieren. Bitte vergessen Sie nicht, das kleine Glockensymbol zu drücken, damit Sie als Erster wissen, wann mein nächstes Video am Donnerstag erscheint. Maklerin in Port Charlotte, Florida, kann ich Ihnen gar nicht sagen, wie viele Fragen wir bereits über Homeowner Association erhalten. HOAs sind Hausbesitzerverbände in Florida sehr verbreitet und es ist wichtig, dass Sie verstehen, was Sie tun, warum Sie es tun und wie es sich auf Sie auswirken könnte. Nebenbei bemerkt, wenn Sie spezielle Fragen zu HOAs haben, die ich in diesem Blogbeitrag nicht abdecke, können Sie sich gerne an mich wenden und ich werde sie beantworten. Was ist eine HOA? HOA ist die Abkürzung für Homeowner Association. HOAs sind in der Regel gemeinnützige Vereinigungen von Hausbesitzern, die Satzungen und Richtlinien erstellen und durchsetzen. Diese Satzungen und Richtlinien sind in einem langen Dokument zusammengefasst, das mit Sprache der Juristen gefüllt ist. Dieses Dokument regelt alle Entscheidungen, die die HOAs treffen. Es sagt Hausbesitzern, was sie mit dem Eigentum tun können und was nicht, wofür die HOAs verantwortlich ist und viele andere Informationen, die sich auf die Hausbesitzer auswirken, stehen da drin. Diese Satzungen und Richtlinien sind für jeden Community unterschiedlich. Da eine HOA gemeinnützig ist, hat sie eher Mitglieder als Aktionäre. Die Mitglieder der HOA sind die Hausbesitzer in dem von der HOAs regierten Gebiete. Die Mitglieder der HOA wählen in der Regel aus ihrer Mitte einen Verwaltungsrat. Diese sind alle freiwillige Positionen. Der Verwaltungsrat wird nicht bezahlt. Das bedeutet, dass diese Personen die undankbaren Aufgaben mit Beschwerden und Mitgliedern umgehen müssen. Bitte denken Sie daran, wenn Sie jemals mit Ihren HOA-Vorsitzenden kommunizieren, bleiben Sie sachlich und freundlich. Warum haben wir HOA? Jetzt, da Sie wissen, was HOA sind, fragen Sie sich wahrscheinlich, warum sie überhaupt existieren. Warum können wir denn nicht einfach leben und leben lassen? Die HOA trägt dazu bei, geordneten und harmonischen Genuss der Gemeinschaft zu gewährleisten. HOA hilft auch, sich vor Verlusten von Eigenheim zu schützen, die aus einer nicht gepflegten Gemeinschaft resultieren. Zum Beispiel können HOAs auch Fassadenanstriche erzwingen. Sie senden Ihnen eine Benachrichtigung, wenn es Zeit ist, Ihr Haus neu zu streichen. Und Sie bestimmen auch, welche Farbe Sie verwenden werden können. HOAs können auch die Pflanzenarten regeln, die Menschen in ihrem Garten pflanzen dürfen. Die Pflege von öffentlichen Bereichen und vieles mehr bestimmt HOAs. Auch stellen Sie sich selbst die Frage, was wäre Ihnen denn lieber, leben in einer gepflegten Gemeinschaft oder lieber doch ohne Regeln und woanders. HOAs helfen uns dabei, geregelt und geschützt zu wohnen. Wie wirken sich HOAs auf Sie aus, wenn Sie in einer Community mit einer HOA beitreten? Werden Sie automatisch Ihr Mitglied und müssen daher die Gebühren bezahlen und Satzungen und Richtlinien verstehen und einhalten. Obwohl ich weiß, dass die Idee, die Satzungen tatsächlich zu lesen, schlimmer ist als das Trocknen von einer Farbe, muss ich Sie wirklich ermutigen, sie zu lesen, damit Sie später Enttäuschungen und Ärger vermeiden können. Wenn in den Satzungen beispielsweise festgelegt ist, dass Sie nur ein Haustier halten dürfen, Sie aber noch zwei Hunde und drei Katzen mitbringen, eventuell noch ein Leghorn, ist das möglicherweise nicht die perfekte Community für Sie. Wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, bitte teilen Sie ihn mit Ihren Freunden und vergessen Sie nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Bis dahin alles Liebe und wir sehen uns am nächsten Mal.